herzlich willkommen zu einer neuen XL-Farm hier auf der Löshügel. Löshügelland. Löshügelland, genau. Der Dijo-Farm ist mit dabei. Hallo. Hallo. So, wir haben die Karte vorab gekriegt. Das heißt, der Motor von dem Olli 5464, glaube ich, gell? Ja, genau, richtig. Von dem habe ich schon die Neverland gespielt und er hat mir dann, oder uns, vorab einfach mal die Löshügelland-Karte übergeben. Zum Ausprobieren und auch zur Verwendung, dass wir da einfach vorher schon spielen können, bevor ihr es seht. Die Karte gibt es, glaube ich, schon aus dem 17er. Und auch auf dem 15er und 13er. Genau. Er macht die aber sozusagen dann bereit für den LS19 mit Produktion. Da ist schon ein bisschen was verbaut, kommt aber im Laufe unseres Let's Plays hier immer mehr dazu. Hier Steuerung G eigentlich. Ah, Steuerung G, ja genau. Eigentlich. Ja. Ich weiß, woran es liegt. Woran? Tja, warte. So, jetzt guck nochmal. Jetzt. Ja. Ja. So kenne ich. Also, das ist auch eine der Sachen, weshalb wir hier das Money-Tool drauf haben und wir uns 4 Millionen mehr oder weniger ercheatet haben. Money-Tool wird zukünftig nicht mehr drauf sein, nur heute. Wir starten mit 4 Millionen, haben kein Equipment, haben uns jetzt den... Bleib mal da, hier. Ja, toll. wir haben uns den Hof jetzt sozusagen gekauft. Das ist so geregelt hier, dass man sich den Hof kaufen muss. Wobei ich gerade merke, dass die BGA nicht drauf ist. Ja. Da steht aber die Produktion für Saatgut und Dünger. Steht die da? Ja, können wir gerade mal hingucken. Da hinten. Aha. Also vielleicht müssen wir uns die BGA dann auch noch kaufen. Das müssten wir ausprobieren. Weiß ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, da wir hier ein XL-Projekt starten, kauft sich jeder erstmal einen Traktor und zwei Anhängegeräte. Zwei Anhänger, ja. Also warte, wir haben noch, kurz. Also wir haben hier Feld 16 schon mit dabei, hast du mir glücklicherweise vorher schon gesagt. Ja. Das ist zweimal... Zweimal gedüngt, das ist schon mal gut. Oh, das ist gut. Außerdem haben wir hier noch ein paar mehr Getreidesorten, zum Beispiel Roggen, Vermehrungsgas, Gras. Vermehrungsgas. Karotten und die letzten drei darfst du sagen. Zwiebeln, Hopfen und Tabak. Genau, und darum haben wir hier natürlich auch ein paar Mods mit drauf, zum Beispiel den Holmer Multifruit. Dass der eben Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, ach, der kann einiges hier. Kartoffeln, Rotkohl, Weißkohl. Ja, genau. Aber das muss man immer alles einzeln machen. Genau, du brauchst immer einen eigenen Rote dafür. Aber man kann die natürlich in einer eigenen Farbe machen. Dann weiß man natürlich, welches für was ist. Das wäre ganz sinnvoll. Da könnte man dann zum Beispiel die Karotten, diese Karottenfarbe geben oder wie auch immer. Orange. Genau. Ja. Okay, gut, dann kaufst du dir einen Traktor und zwei Anhängegeräte und ich mir einen Traktor und zwei Anhängegeräte. Oder mittelgroßer? Nee, groß, ja. Hallo. Wir spielen hier XL-Farm, nicht Mini-Farm. Nee. Bei mir wird es ja wohl klar, was ich da nehme. Das, ja. Bei dir ist es auch klar. Nö. Nicht? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich den Axion nehmen soll. Oder ob die Tausender. Der wäre auch eine Option. Der Glas sieht halt schon geil aus. Ich kauf uns noch...
445 PS. Ja, wenn. Ich kaufe uns noch einen an. Ach so, der ist dafür nicht. Was kaufst, hast du dir gekauft oder kaufst du dir? Einen Traktor habe ich schon. Jetzt würde ich noch einen Anhänger kaufen. Anhänger. Soll ich dann Ja. einen Grubber nehmen? Oder Tiefenlockerer? Tiefenlocker brauchen wir ja. Dann nehme ich Abs den Tiefenlockerer, ne? ja, und ich hole uns einen Anhänger, aber ich weiß noch nicht welchen. Weil ich brauche, wir brauchen natürlich einen, der alles kann. 52 für 62.000. Ich mache einen was Gutes. Ich bring das schon mal zum Hof. Jo. Drescher brauchen wir natürlich noch. Den Ideal, oder? Ja, nee, warte mal. Oder den New Holland. Ich würde einen Drescher nehmen, wo das Schneidwerk Ja, also New Holland. ran, genau. So, ich habe uns hier noch einen IT-Runner geholt gleich. Mit großer 45.000 Liter Mulde. Ja. Ist nämlich eine ganz geschickte Sache, weil dann haben wir hier Flexibilität. Und Ja. später für einen LKW können wir den auch gleich nutzen. Oh ja, ein LKW wäre auch gut. Hast du den Drescher schon gekauft? Nee, ne? Nein. Dann kaufe ich den gleich. Jo, ich glaube, den können wir dann auch gleich hinterstellen ans Feld. Upsasse. Ja. Dann fahre ich mit dem Johnny auch gleich hinter. So. Jo. Die ganze Geschichte hier dauert aber eine Weile, muss man dazu sagen. Weil es ist eine Vierfach XL-Karte. Ja. Das heißt, wir sind eine ganze Weile unterwegs. Ein bisschen, ja. Schneidwerke. Wäre natürlich schön, wenn Cosplay oder sowas dafür funktionieren würde. Tut's aber leider nicht. Baut meinen Infos. Könnten wir ja vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Das können wir machen. So, ich muss hier abbiegen. Ich habe mir die Karte schon im Vorfeld einmal kurz eigentlich angeschaut, so 20 Minuten glaube ich, also eine halbe Stunde. Ja. Mehr eigentlich noch nicht. Warte, fahre ich hier richtig? Nein. Muss rechts rum raus und dann irgendwann noch mal Ja, rechts abbiegen. dann rechts abbiegen. Ja. Über die kleine Brücke, über die Brücke. Nee, geradeaus weiter, die nächste rechts. Ja. Haben wir schon gewundert. Ey, was ist denn hier los? Der Johnny hat Probleme, hier den Berg hochzukommen mit einem leeren Anhänger. Ja, das hat ein Johnny an sich. Ja. Was ist denn das hier? Das müsste Hopfen sein, oder? Alter, Welches? die sehen ja übelst aus. Das, was hier links ist, da wo ich gerade stehe. Nach dem Ja, das Berg. ist. Ja, das ist Hopfen. Oder? Ja, die 13 ist Hopfen. Ja. Krass. Und das ist noch nicht erntereif, glaube ich, oder? Doch. Er ist aus. Oha. Ah, hast du auch Probleme am Berg? Nee. Ah, sieht ultra geil aus. Ja, so mega hohe Pflanzen. Sehr realistisch. Zu den Folgen würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir so, weiß nicht, mal eine Woche Testlauf machen. Ja. Wie es bei euch ankommt. Wenn es bei euch gut ankommt, dann wäre ich sogar eventuell bereit zu sagen, wir machen täglich zwei Folgen. Ja. vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn die Zeit reicht, dann Wenn die gerne. Zeit reicht. Klar ist, dann wird ein bisschen Druck drin in der ganzen Geschichte.
Aber wir möchten ja auch vorankommen. Und die Map hier, die wird uns, denke ich, viel Spaß machen. Mhm. Weil wir hier, also ich hatte keine Probleme am Berg. Ja, der Drescher fährt ja auch nur 40. Ich hatte einen Trecker 53. Ja, 40 bin ich da auch hochgezuckelt. Ah, warte mal, ich mach mal die Zeit auf 5. So wie immer eigentlich. Ja, ich habe ja nur am Anfang kurz auf wenig gehabt, damit wir die Fahrzeuge kaufen können. Ah, ja. Sind wir schon da? Bin ich falsch überhaupt richtig? Ja, ich bin überzeugt von mir, ich fahre richtig. So. Ja, Drescher nimmt schon ordentliche Straßenbreite ein. Anderthalb Straßen, ja, anderthalb Fahrbahn. So viel? Kann nicht so, nicht ganz viel, aber ein Viertel schon. So, warte mal, ich habe nur ein Anbaugerät gekauft. Du hast Tiefenlocker noch, dann kaufe ich noch eine Sämaschine. Du hast auch nur ein Anbaugerät, oder? Mhm, habe ich auch noch gekauft. Eins. Direktsaat natürlich. Sollen wir gleich übertreiben oder nicht? Was meinst du mit übertreiben? Den Hudson Bichler Terminator TH18 und den TH140. Also die ganz großen. Noch nicht. Die Väterstadt ist zu viel PS. Die braucht 650. Aber 18 Meter. 18 Meter, ja. Mit Dünger und Saatgut. Mhm. Sagen wir? Ja. Na dann, hauen wir rein. Und den Tank hier. So, gut. Er ist noch nicht so weit, das Feld, oder? Nee. Ja. Aber ich stehe schon bereit. Okay. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, ich will immer H drücken. Ja, weil ich vorher Eurotruck gespielt habe. Gut, Drescher steht bereit, Anhänger steht bereit, dann fahre ich mal wieder zum Händler. Ja. Und dann, dann springe ich mal eben in meinen Fendt. Düngestreuer? Oder was holst du noch? Ich würde einen Düngestreuer und einen Kalkstreuer holen. Hm. Weißt du, was wir bei beiden den großen haben? Ja. Würde ich sagen. Dann können wir ja den Tandem als Kalk und den kleinen als Dünger. Können wir auch. Ah, warte. Der Strautmann. Wir haben ja auch noch ein paar andere Mods mit drauf. Der Strautmann Miststreuer. Also unter Miststreuer gibt es einen Strautmann bei Olli. Der kann auch. Der kann auch Kalk. 50.000 Liter. Und er braucht weniger Kalk. Echt? Ja, der ist so eingestellt. Also das würde vielleicht mehr Sinn machen. Aber wollen die irgendwie Kühe oder sowas machen? Ah, mit Sicherheit. Dann würde ich den tatsächlich holen. Ja. Dann hole ich den. Ja. Und dann nehmen wir noch den einachsigen Düngestreuer. Ja, kaufe ich auch. Gut. Mit vollen Aufbau, aber. Ja, das ist klar. Aufbau und. Ja. Ja. Und Steuereinheit. Genau, weil wir haben hier an Pflanzensterben, Fruchtzerstörung, Pflügen, Kalken und Unkraut. Also volle Palette. Auch mal komplett. Komplett im Mord. Dann bist du auch irgendwann mal mit dem Johnny hier angekommen. Ich habe jetzt zwischendurch eine Pause gemacht, um im Shop zu gucken. Kann man während der
Fahrt machen. Ja, auf nicht gerade Strecke nicht empfehlenswert. Ja, auch ja. Was wir jetzt überlegen könnten, ist, ob wir vielleicht gleich noch einen Kuhstall platzieren, den Milchhof. Ja, Nee, platziere. warte. Den Strautmann stelle ich in die Durchfahrthalle. Durchfahrthalle. Ja. Hole dann auch später den Drescher. Ein Dings da bräuchte man. Wir bräuchten dann halt noch Gras oder sowas. Und einen Wasseranhänger. Wasser bzw. Milch. Was wäre denn der Fendt? 63, gell? Ja. Hast du den ge du hast den genommen. Klar habe ich den 1050. Ja, vorhin hast du gesagt, vielleicht nehme ich den Glas. Ja, vielleicht. So. Aber die PS-Zahl vom Fendt hat mich doch überzeugt. Ah, was mir gerade einfällt, wir bräuchten noch einen dritten Traktor. Why? Flächebereifung. Ja. Vielleicht irgendwas Rotes, was zu dem Anhänger passt. Okay. Ja. Kaufe ich. Der größte mit Pflegebereifung. Der Puma, kann der Pflege? Ja, der kann. Motorausstattung voll. Voll. Frontlader. Nee. Das ist nämlich das Gute an dem Milchhof. Den muss man nicht sauber machen. Dann würde ich dann direkt den Case da dranhängen. Ah, warte mal, ich hätte gern noch bei der Ausstattung hinten dran hätte ich gern noch ein Gewicht. Ja, und kannst du mir auch noch ein Gewicht kaufen in Grün? Fendt. Ein Akku. Ah, Nee, warum? es gibt sogar Nee, ein Grün. Rot. Hä? Für was jetzt? Ja, für den Case. Ach so, ja, dann aber in Rot. Ja, sag ich ja. 1500. Ja. Case. Ja, willst du Der vielleicht. steht genau da, wo du gerade stehst. So Willst du für deinen ist. Fendt auch noch einen? Ja, aber das Größte dann. 3300. Ja. Okay. So. Das ist dann unser Düngemobil. Dings da habe ich dir gekauft. Was? Gewicht. Gewicht, ja. So, ich sollte nur vielleicht gleich. Hä, der hat doch. Schnell. Die Sämaschine hat doch keinen Dünger dabei. Hast du aber gesagt. Ja, wird auch so angezeigt, oder ich bin blind. Ich schau gleich mal. Ich habe extra bei der Amazone geguckt. Aber ich checke auch zwischen den Symbolen nichts ganz. Moment, die Technik. Guck mal bei der Amazone die Symbole an. Ja, sollte eigentlich immer viel sein. Also, das ist nur das graue Teil hat immer. Das andere hat nur die Saatgut. Ich habe aber nur eine Anzeige. Wir haben ja nicht den Dings, dass es anzeigt, was reingeht. Und Na, ich gucke jetzt mal, was reingeht. also sollte bestmöglich genau reingehen. Erstmal Saatgut. Aber mit den Global Company sieht man das ja auch, wie viel da noch drin ist.
geil. Jetzt habe ich keine Anzeige mehr. Die Anzeige kommt nur mit der Sämaschine. Warum, pack mal dein Gewicht weg. Ja, Moment. Hat übrigens eine schöne Farbe, das Gewicht. Ja. Du hast es nicht in John Deere gekauft, oder? Hä? Das Gewicht. Nee, ich würde ich nie machen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte schon irgendwie John Deere grün sein. Wo ist dieser... Ah. Komm, das musste sein. Wir haben den Werkstatt-Tablet. Ja, du hast. Ein bisschen Spaß muss sein. Wenn es eine andere Farbe ist als Fan, dann verstehe ich da gar keinen Spaß. Ich kaufe mal noch einen Big Pack Dünger, um zu gucken, ob das geht. Und du hast da ja auch zwei Klappen. Ah ja, er hat oben gewechselt. Okay. Siehst du? Ich sehe zwar nicht, ob irgendwas passiert, aber... Ah, jetzt. So. Wie viel Platz geht denn, wie viel geht denn da rein in das Teil? Hast du den Düngestreuer auch schon aufgefüllt? Nein. Ja, wobei, dafür können wir eigentlich die Gerste gleich benutzen. Dann. Klaut dir mir meinen Anhänger hinten dran. Nein, scheiße! Hast gedacht, ich merke das nicht, oder was? Ich wollte eigentlich noch schnell sein, dass du es nicht bemerkst. Ich habe mir das schon gedacht, als du gepfiffen hast. Wie mache ich denn jetzt das hier wieder zu? N. Ja, dann. Okay. Ah, jetzt. Okay, dann war es das auch schon von der heutigen Folge. XL-Farm aus auf der Losshügel-Map, Landkarte. Ja, fast ist Losshügelland. Losshügelland. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut bei dem Tigerfarm vorbei, falls er die Folge hochgeladen hat. Ja. Hat er? Ich habe aufgenommen. Gut. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.